Konnichiwa Anime und Game Otakus, da sind wir wieder zu einem neuen Part von Gravity Rush 2. Ich zeig mal kurz auf der Karte, wo wir uns gerade befinden. Wir sind jetzt hier bei der Zentralbehörde und ich bin schon mal direkt hierher geflogen, weil das sonst ein bisschen zu lange dauert, wenn ich immer überall hinfliege. Ich habe hier drüben ein Gully dann entdeckt. Ja, das hätte mir jetzt auch nichts genützt. Ich musste so oder so hierher fliegen. Deswegen, diesen Gully haben wir jetzt freigeschaltet. Falls wir hier nochmal her müssen, dann geht das viel schneller. Hier ist schon Raven, die wartet auf uns. Wir müssen uns ja hier bei dem Rat melden und ja. Dann fangen wir mit der Story-Mission mal an. Und die Frau des Soldaten. Das ist eigentlich eine Frage, aber okay. Gehen wir rein und hören wir uns an, was sie zu sagen haben. Ja, bringen wir es hinter uns. Je weniger mit denen reden, was? Je weniger ich mit denen reden muss, desto besser. Mitkommen. Schick hier, da hält sich jemand für sehr wichtig. Tritt ein, Shifter. Da, wir sind eigentlich zu zweit, aber okay. Oh Gott, das ist der Rat anscheinend. Die sehen schon mal ziemlich, ja, scheiße aus. Die kleinen, miesen Ratten. Sagt, was habt ihr uns zu sagen? Ist das deren Ernst? Nachtwind, du kannst von Glück reden, dass du nicht selbst wegen Verrats in einer Zelle sitzt. So jung und so kühn, das gefällt mir. Doch es ist Zeit, dass du unsere Macht zu respektieren lernst. Eine Macht, die du nie begreifen wirst. Autorität. Na prima, die sind verrückt. Kommen wir zum Geschäft. Ihr sollt eine neu entdeckte Abbaustelle mit unerschöpflichem Potenzial auskundschaften. Wir haben unerwartete Messwerte frei oszillierender Gravitationswellen empfangen. Diese Ressourcen wären von unschätzbarem Wert für unsere Stadt. Doch wir haben den Kontakt mit dem Spähtrupp verloren, den wir entsandt hatten. Ihr werdet ihm folgen, findet und bergt jegliche Aufzeichnungen, die der verschollene Spähtrupp hinterlassen hat. Und der Spähtrupp, was ist mit dem? Wir müssen vor allem die Interessen von Jigra Paralau berücksichtigen. Wir können uns nicht leisten, ein paar Bäume wegen den Wald zu verlieren. Alter. Bäume? Ihr habt gleich Reden in eurer gemütlichen Ratskammer, während ihr anderen befehlt, die ganze Arbeit zu machen. Es ist unsere Pflicht, unsere weniger gebildeten Bürger anzuleiten. Schafe brauchen Schafhirten. Ihr müsst sterben, das würde ich mal sagen. Erst Bäume, jetzt Schafe. Gut, aber wenn wir das tun, lasst ihr die Gefangenen frei? Auf geht's. Uff, Raven, was machst du denn? Ach du heilige Scheiße. Und ab geht's. Und die Frau des Soldaten? So, wir sind jetzt hier in irgendeinem neuen Ort. Bringen wir es einfach hinter uns. Ja, rein Aufzeichnungen schnappen und raus. Denen waren die Leute, die auf diese Expedition geschickt hatten, völlig egal. Denen ist alles egal, außer Geld. Das sind nur alte Monster, die Stadt und jeden darin aussaugen. Und sie werden nicht nachgeben, bis alles und jeder völlig geschröpft ist. Raven hasst sie offenbar noch mehr als jeder andere. Das kann ich sehr verstehen. Ich bin auf Ravens Seite. Ich hasse sie auch. Wieso ist es hier so dunkel? Ja, ich kann nichts sehen. Ich lese gerade richtig. Dachte, ich habe irgendwas falsch jetzt gelesen. Ja, ich kann nichts sehen, außer direkt um die Kerzen herum. Wir bleiben lieber zusammen. Wer weiß, was da draußen lauert. Genau, dann mal weiter. Wir sind zusammen. Ich sollte lieber in der Nähe des Lichts bleiben. Wartet mal. Karte? Keine Karte vorhanden? Okay. Ich habe ein bisschen Angst hier, lang zu laufen, weil... Warum pfeift sie jetzt? Achso, sie hat den... Ach, ich wundere mich gerade. Ich schaue mich hier gerade um. Hier sind überall so eine Kugel. Ja. Okay, ich gehe mal. Sieht sehr krass aus. Eine sehr beeindruckende Welt, finde ich. Also sieht nicht schlecht aus. Die können wir auch noch sammeln. Das ist sehr gut. Matter Muschelstein. Mhm. Wow, also... Ich bin gerade echt beeindruckt. Das sieht wirklich voll schön aus. Oder? Oder finde nur ich das jetzt schön hier? Das ist echt...
weiß nicht. Was ist denn, wenn man diese Dinger berührt? Sehen aus wie Riesenmurmeln. Man weiß ja nicht, was hier oben alles so ist. Wow. Von diesem. Ah, jetzt kommt da so eine Steintafel. Ach, scheiße. So, wir gucken mal einfach, ob wir hier noch Sachen sammeln können. Da vorne zum Beispiel auch noch. Moment. Ich will sie schon gerne sammeln, weil wir brauchen schon viele Juwelen. Oh, das hat jetzt wehgetan anscheinend, aber zum Glück keinen Schaden bekommen. Das wäre nämlich jetzt voll übel. Das Problem ist, ich weiß nicht, wo hier vorne und hinten ist. Von wo kam ich denn jetzt? I don't know. Keine Ahnung! Um! Schakalak. Nein, Spaß. So, das haben wir auch. Da oben ist auch noch einer. Ja, das Sammeln gehört immer dazu. Das muss ich einfach sagen. Das wäre ja sonst ein bisschen... Ja, es ist einfach ein Muss, weil ich brauche diese Sachen. Hier sind anscheinend wieder Prüfungen, wie es aussieht. So. Und die müssen wir machen. Tut mir leid, Raven. Ich habe dich gerade getroffen. So. Ist hier noch irgendwo was, was ich jetzt da oben soll, ne? So. Okay, das hätten wir auch. Alter, ich will mich hier so gerne umsehen. Das, oh. Ich habe nichts gedrückt. Das ist aus automatisch. Schalten wir sie aus, diese Schweineviecher. Sind aber nur diese kleinen, ekligen Viecher. Die konzentrieren sich gerade auf Raven. Lol. Okay, die erste... Oh, die erste Prüfung ist doch noch nicht vorbei. Komm schon, den krieg ich. Bam, weg mit dir, du Scheißvieh. Komm, noch mehr. Ach, die nerven voll. Die brauchen mal zwei so eine schönen Headshots, sag ich mal. Da ist noch einer. Haben wir es jetzt geschafft? Oh, nein. Da ist noch einer. Oh, da sind sogar mehrere. Ah, oh, Raven. Sie hat den gerade so ein Damage gemacht. Bin ich voll daneben geflogen. Aua. Ich muss aufpassen. So, haben wir den? Jupp. Okay, es scheint jetzt die Herausforderung... ist gemeistert. Jetzt kommen ja diese komischen Hände da, dieser komische Glibber, der uns den Weg weist. Die Kerzen brennen. Dann können wir ja weitergehen. Wir müssen also die Kerzen zum Brennen bringen, okay? Stoße weiter vor, finde die Expeditionsgruppe. Ich frage mich, wie die das denn so weit geschafft haben, wenn wir hier Herausforderungen erledigen müssen. Wieso konnten die weiter und wir müssen hier Herausforderungen erledigen? Also irgendwelche Prüfungen. Was soll das? Was ist denn das für ein Käse hier? Wow, Raven, hast du mich gerade runtergeschubst? Ist das dein Ernst? Kannst du mal aufhören, mich zu schubsen? Sie sieht voll gruselig so aus. So wie so ein Dämon. So, jetzt kommen hier locker wieder irgendwelche Mistviecher. So. Wenn ich jetzt zu nah rangehe, dann aktiviert sich das wieder. Ich will erstmal die Dinger hier sammeln. Damit wir das schon hinter uns haben, dann können wir nämlich direkt dann weiter. Gibt es hier oben auch noch was? Ich weiß es nicht. Ja, da überall. An den Wänden sind die immer sehr unpraktisch. Wo muss man denn so irgendwie ran? Da oben auch. Aber praktisch, dass wir das darauf schießen können. Hier mit dem nicht jetzt. Ich habe nichts mehr. So. 1079 haben wir. Das ist auch nicht gerade viel. Ja, das Sammeln ist schon anstrengend. Wir müssen so eine dicken Brocken finden. Aber hier gibt es leider keine. So, war es das jetzt hier? Oder? Man muss ja eigentlich auch unten, so unten gucken. Aber hier ist nichts. Na gut. Hier oben vielleicht noch. Man weiß ja nie.
Nö, okay, wir können dann weiter. Beziehungsweise die Prüfung machen. Besiege deine Gegner, um den Pfad freizunehmen. Okay. Oh. Gibt da nur ein paar. Oh, da ist ein Vetter. Dann gehe ich mal lieber so in die Luft rein. Also in die Luft hoch, damit ich die erstmal fertig mache. Super. Ja. Tag Team! Wo ist ein Fettsack? Da unten. Dein Auge ist hässlich! Oh, ich sollte weg. Wuhu! Ein bisschen was auf dem Schleudern wäre auch nicht schlecht. Wir müssen seine Panzerung ja kaputt machen. Die ist immer ziemlich nervig. Haben wir ihn oder ist nur irgendwo ein Auge zu sehen? Nee, er ist down. Raven hat ziemlich viel von ihm kaputt gemacht. Braves Mädchen. So. Stoße weiter. Ist hier noch irgendwas? Wir müssen einfach nur nach oben. Oh Mann, sie berührt doch immer, immer die Flammen. So, oh, hier ist viel zu sammeln. Freut euch, Leute. Also ich freue mich gerade. Ich fliege die ganze Zeit daneben, auch nicht so geil. So, wo ist denn die Tafel? Die ist da. Okay, wir müssen mal aufpassen. Weil manchmal verschwinden dann die Sachen alle oder irgendwas passiert. Und ich möchte nicht, dass die Sachen verschwinden. Ich möchte die schon sehr gerne sammeln. Man kriegt auch matte Muschelsteine hier. Das sind so eine Talisman-Dinger. Oh, ich bin gleich weg. Ich glaube, ich bin gleich zu nah dran. Ne? Spielt eigentlich keine Rolle, oder? Ich möchte aber immer vorher lieber so sammeln, dann habe ich meine Ruhe. Weil ich möchte dann direkt weiter einfach. So. Hä? Triffst du den nicht, oder was? So, du verschwindest jetzt hier nicht, mein Schüler. So, hinten noch was in der Ecke, immer schön gucken hier. Sieht nicht so aus. Ja, okay, das reicht ja auch, oder? Da oben. Ha, ich habe euch gesehen. Also rüberfliegen kann ich über die Tafel. Interessant. So, dann gehen wir mal hin. Was passiert jetzt? Finde einen Weg, den Schwarm zu besiegen. Was für ein Scheiß. Hier sind doch viel zu viele so eine Lebensdinger. Oh. Oh ne, die hasse ich. Oh ne. Die sind mies. Also das sind neue irgendwie. Also die sehen anders aus. Aber die sehen so aus, als ob die einen so richtig eklig angreifen werden. So eine schnellen, ich hasse so eine schnellen Nevi oder Skarabäen nennen die hier. Ich sehe hier gerade gar nichts. Wo ist denn hier eigentlich? Ja. Ich bleib lieber hier unten. Zwei Gegner noch, wo denn? Raven, mach doch mal was! Oh, die sind echt schnell. Wir haben sie aber. Ha, ha. Herausforderung bestanden. Diese gruseligen Hände zeigen nach oben. Also es geht immer weiter nach oben irgendwie. Eine Signalrakete. Okay, da scheinen noch welche zu leben, Gott sei Dank. Aber es ist nicht schön, dass sie als Schafe angesehen werden. Also einfach nur nutzlose Bauern für die Ratsmitglieder. Schon sehr, sehr traurig. Sie sind also nichts wert in den Augen der Ratsmitglieder. Die werden hier einfach hingeschickt und wenn sie geopfert werden, scheiß drauf. Na okay, die werden ja geopfert. Ich habe jemanden gefunden und der ist umzingelt. Also, wuhu, weg mit euch! Oh, die lebst auch nicht. Ey, was mit diesem Mistvieh? Hast du mich getroffen? Da, da, dann. So, das haben wir auch. So, da oben ist jemand, der versteckt sich vor die Nevi. Ist aber so ein Soldat. Ich mag diese, oder? Auch gegen die kämpfen wir doch. Ich habe jetzt gedacht, der hat eine andere Ausrüstung oder so an. Bin ich gerettet? Gehörst du zur Expedition? Wo sind die anderen? Sie sind fort, nur ich bin noch übrig.
Wir untersuchten gerade eine reiche Erzader, als wir die Ruinen fanden. Da versagten die Motoren unserer Luftboote. Skarabäen umzingelten uns, meine Einheit. Ich war der Letzte. Wärt ihr nicht gekommen, in dem Moment gekommen? Also wären wir jetzt nicht gerade gekommen, dann ja. Das wird schon wieder, aber wir müssen dich ins Krankenhaus bringen. Aber die Expeditionsaufzeichnungen, ohne sie kann ich nicht zurück. Wir suchen auch nach den Aufzeichnungen. Weiter hinten, da findet ihr die Stadtruinen und den Ort, wo wir angegriffen wurden. Ich bringe ihn in Sicherheit, such du die Aufzeichnungen. Okay, ich komme zurück, sobald ich sie finde. Meine Frau und mein Sohn, ich möchte sie einfach nur wiedersehen. Wirst du, versprochen. Eigentlich sind die gar nicht böse, oder? Also, die führen einfach nur Befehle aus und... Ja, von diesen Arschloch-Ratsmitgliedern, die geben ja die Befehle. Und nutzen uns jetzt auch aus. Und man kann sehen, es ist die scheißegal, die hätten die einfach verrecken lassen. Und der macht trotzdem noch seine Arbeit, der weiß gar nicht anscheinend, dass die so egal für die sind. Mag zwar sein, dass diese Aufzeichnungen wichtig sind, aber sie sind nicht, die sind einfach, wie soll ich es sagen? Sie sind es nicht wert. Also die Menschenleben. Die Aufzeichnungen sind wertvoller als das Menschenleben, einfach so. Punkt, aus, Ende. Was ist das hier? Setze deine neue Kraft ein, um den Schatten... Was? Eine neue Kraft? Was? Ich habe eine neue Kraft! Wie sie sich freut, sie weiß... Was? Ist das eine neue Kraft? Ich fühle mich so leicht. Ich wette, jetzt könnte ich sogar fliegen, ohne die Schwerkraft zu verändern. Luna-Stil. Im Luna-Stil ist die Schwerkraft geringer, was deine Bewegungen und Angriffe beeinflusst. Du kannst gegen Wände treten, um höher zu springen oder über spröde und empfindliche Oberflächen wie Wasserblasen gehen. Halte etwa eine Sekunde gedrückt und lass dann los, um eine besonders hohe... wie geil! Über die Blase ist ein Juwel, ob ich da wohl rein... Oh, wie geil ist das denn? Wow, wir schweben! Wuhu! Alter, wie krass! Das ist... oh mein Gott, das ist gewöhnungsbedürftig, weil sie schwebt da jetzt übelst. Wow! Alter, wie geil! Sie ist jetzt aber natürlich viel langsamer. Und Luna ist die eine Sekunde und dann loslassen, Federsprung. Bam! Boah, was für ein Sprung. Krasse Scheiße. Aber bin ich jetzt die ganze Zeit so? Ich glaube, das sind einfach nur neue Fähigkeiten, die wir so einsetzen können, je nachdem, wie wir sie brauchen, oder? Und wie greift man denn an? Im Luna-Stil kannst du und R2 drücken, um den luftgegnerischen Angriffe auszuweichen. Mit den praktischen Techniken kannst du auch deine Sprungweite vergrößern und an schwer erreichbaren Stellen gelangen. Okay. Okay, wow. Alter, wie sie fliegt. Okay, wir sammeln jetzt eigentlich nur die Juwelen, um halt die neue Steuerung hier auszuprobieren oder die neuen Kräfte. Kann ich denn auch so? Ich kann so auch angreifen. Ah, das ist ja geil. Das ist ja geil. Und zack! Wuhu! Alter, das macht voll Spaß, so durch die Gegend zu gleiten und zu springen. Und man ist so federleicht. Das ist echt krass. Ich brauche nicht mal mehr Anschwung holen. Ich fliege ja hier schon 300 Kilometer. Krasse Scheiße. Wuhu! Können wir das dann auch wechseln? Also, dass wir dann wieder andere Kräfte haben, die anderen? Wahrscheinlich, oder? Nicht schlecht. Und damit kämpfen, das wird ein bisschen schwieriger, weil wir langsamer sind einfach. So, die Herausforderung haben wir bestanden. Dass die es irgendwie im Boden versunken. Sie greift anders an. Okay, ich bleib jetzt so irgendwie. Das ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Aber ich kann nicht meine Kräfte mit das hier einsetzen. Das ist irgendwie was anderes. Ich kann zwar Geschosse schießen, was sehr, sehr gut ist, wenn wir das behalten. Aber sie greift halt anders an jetzt. Eigentlich nichts Schlechtes, mal was Neues. Ist auf jeden Fall schon mal länger als der erste Teil. Viel länger und viel neue Sachen.
Bam. Wir können sogar direkt hier rüberspringen, ey, so krass. Oh, fuck. So. Was haben wir? Hui. So, als ob wir im Weltraum sind, so. Keine Schwerkraft. Nur, dass wir sie überall benutzen können. Diese Kräfte. Matter Blumenstein. Oh, wir haben mal so ein anderes bekommen. Huch. Ist ein bisschen schwieriger einfach. Wirklich ein bisschen schwieriger. Ist es schon. Sie ist auch viel langsamer so. Ja, was soll man machen? Krass. Was ist das? Eine eigene Anziehungskraft hat es. Wie geil. Kann ich mal jetzt hier was sammeln oder so? Ich will da nicht jetzt hochspringen. Ich habe Angst, dass sie dann 3 Kilometer weit wegfliegt. So. Dann haben wir das ja auch geschafft. Ich mache jetzt aber hier erstmal einen kleinen Cut, bevor wir die nächste Herausforderung machen. Dann werden wahrscheinlich Gegner kommen, damit wir das im Kampf auch einsetzen. So Übungen halt. Ja, ich würde sagen, schaltet dann wieder ein und bis zum nächsten Part.